diesem Computer aufzeichnen. Genau. Auf diesem Dann. Computer aufzeichnen. So, jetzt haben wir es. Jetzt mache ich hier noch den Bildschirm und dann jetzt. Hallo, schönen guten Morgen zu unserem Gesundheitsexpertinnen live am Freitag. Die Maria springt hier auch gerade rein, sehe ich. Genau, dann sind wir doch noch komplett. Einen schönen guten Morgen zu unserem Thema. Anlässlich des Tags der mentalen Gesundheit am Montag haben auch wir uns für das Thema mentale Gesundheit entschieden. Hi Maria, hallo. Geschafft, geschafft. Wir sind schon live, aber Wir mach sind ja schon nichts, live. komm rein. Ja, habe ich mitgekriegt. Genau, ich habe gerade erzählt, ne, wir machen heute in diesem Special, an diesem Special-Tag heute unser Hauptthema mentale Gesundheit. Ne, haben jeder so unsere Schwerpunkte dazu. Ne? Bei der Silvia wird es nachher gehen um den Genuss mit Nuss. Ich liebe diesen Satz. Ja, bei der Maria geht es um Affirmationen und wie wir uns die einklopfen können. Und bei mir geht es nachher um das Gedankenkarussell, weil es ist einfach so mega wichtig, dass wir uns um unsere mentale, um unsere seelische Gesundheit mindestens genauso gut kümmern wie um unsere rein körperliche, weil beides ja natürlich komplett zusammenhängt und das eine geht nicht ohne dem anderen. Deswegen würde ich sagen, fangen wir an. Ne? Weiß ich, Maria, bist du soweit? Willst du anfangen oder soll Silvia? Silvia, am besten, ich mache so lange Machst du mein dein Ding? Spiel. Okay, dann Silvia, dann leg los mit dem Genuss mit Nuss, bitteschön. Genau, ja, guten Morgen alle zusammen. Wieder ein super Food auf dem Plan heute. Die Nüsse sind Allrounder und natürlich auch Superfood. Jahrelang war das irgendwie nicht so. Oder viele haben halt immer noch so die Angst, ah, die Nüsse, die sind so fettig, kann man die essen und so weiter. Und ja, also das Fett, was in den Nüssen ist, ist sehr hoch, das ist wahr. Es gibt Nüsse, die haben bis zu 70% Fett. Das ist natürlich enorm und hat natürlich auch ein paar Kalorien, keine Frage. Aber es gibt auch Studien, wo Menschen, die sehr viele Nüsse essen, auch abnehmen können mit diesem Fett, weil das sind ja drei Omega-3-Fettsäuren, die der Körper natürlich auch gut verstoffwechselt. Und die Nüsse haben neben den Fetten natürlich auch ganz viele Nährstoffe, wunderbare Vitaminen und auch Ballaststoffe. Also Nüsse sind wirklich ein wunderbares Superfood, besonders jetzt für den Herbst. Kein Wunder, dass die ausgerechnet im Herbst von den Bäumen fallen, damit man sich halt schön für den Winter eindecken kann und dann auch seinen Körper immer da ein bisschen mit anfüttern kann. Es ist, heißt also, eine Handvoll Nüsse am Tag bieten alle Nährstoffe, Vitaminen und Ballaststoffe, die der Körper braucht. Und natürlich die Omega-3-Fettsäuren, die helfen dem Körper, diese ganzen Nährstoffe auch gut aufzunehmen. Besonders tolle Nährstoffe sind natürlich die Folsäure, Zink, Magnesium ist enthalten, Eisen, Vitamin E, zum Beispiel die Haselnüsse. Die sind natürlich wunderbare Vitamin E-Speicher. Und Vitamin E gilt ja als das Schönheitsvitamin. Also wer viele Haselnüsse isst, braucht kein Botox. Ich mir gleich mal Das kaufen. von alleine. Haselnüsse, wie gesagt, bieten auch einen Schutz vor der Alterung natürlich. Helfen den Zellen zur Regeneration und schützen sie praktisch vor der Alterung. Die Walnüsse, also ich könnte natürlich über alle Nüsse sprechen. Jede Nuss hat seine Eigenheiten und seine besonderen Wirkungen, sagen wir mal. Und die Walnuss zum Beispiel ist ein guter Entzündungshemmer auch. Das hatten wir jetzt in den letzten Talks auch schon mit Ingwer und verschiedenen Dingen, mit den Zwetschgen zum Beispiel. Und so sind auch die Walnüsse, die sind sehr gut bei Entzündungseindämmungen. Also da kann man dann, wenn man merkt, es ist ein bisschen eine Entzündung im Körper, dann isst man halt jeden Tag mal so drei, vier Walnüsse. Man soll halt nicht zu viele davon essen, weil die halt auch noch diese Gerbstoffe haben. Da muss man immer ein bisschen aufpassen.
Aber ja, für die Blutgefäße sind sie wunderbar. Sie sorgen für, sind wirken blutsenkend oder ja, genau, wirken halt blutdrucksenkend. Das ist wunderbar. Die Blutgefäße werden nicht zu sehr geweitet. Also das ist, die Zellen können damit ganz gut arbeiten. Diese Alpha-Linolensäure, muss man, ist auch ein schwieriges Wort. Die halt in der Walnuss enthalten sind, die wirken halt dann entzündungshemmend auf den Körper. Maria, bist du umgefallen? Ja. Mhm. Und die unzähligen, die, wie gesagt, die vielen Inhaltsstoffe, die natürlich auch in der Walnuss vorhanden sind, die den Körper dann auch noch die zusätzlichen Energien liefern und den Zellen natürlich den Nährstoff und den Energieschub geben. Von daher ist für mich, also Walnuss ist auch noch, das hatten wir ja auch vor kurzem mal, mit dem Zimt zum Beispiel, die Gewürze, wo wir die Gewürze hatten, ist sehr für den Kopf. Also wenn du viel Kopfarbeit machen musst, dann sind die Walnüsse natürlich auch ein super Unterstützer. Gerade wenn man nachmittags vielleicht so dieses Nachmittagstief hat, wenn man dann mal so 3-4 Walnüsse isst, kann man wieder besser denken und kriegt wieder den Energieschub für den Kopf. Das finde ich einfach wunderbar. Mhm. Und gerade nachmittags, also ich merke das ja dann oft, wenn ich dann nachmittags hier am Computer sitze und viel auf dem Bildschirm gucke und so. Und ja, viele, klar, brauchen mehr den Kaffee, aber da kann man auch mal einfach ein paar Malnüsse einschieben und schon hat man wieder die nötige Energie für den Kopf und kann wieder besser denken. Oder wenn man eine Prüfung, vor der Prüfung oder so, ein paar Walnüsse essen, ist sicherlich auch kein Nachteil. Wenn man die noch selber sammelt, dann ist natürlich noch viel besser. Ne? Absolut, ja, unsere Kleine, die kam gestern wieder und hatte die Taschen voll. Oma, guck mal, ich habe Nüsse gesammelt und hat gleich die Nüsse in die Schale drüben reingeschmissen. Und dann heute Morgen hat sie sich wieder daran erinnert, als ich sie in den Kindergarten gebracht habe. Und dann hat sie gesagt, aber Oma, wir müssen die Nüsse noch essen. Ja, genau. Ja, das ist wunderschön. Also ich finde ja, der Herbst ist einfach toll. Wir waren ja jetzt auch ein paar Tage in Thüringen im Wald. Und da haben wir dann auch Pilze gesammelt und Nüsse mitgenommen. Und das ist einfach toll. Ja. Macht ja auch noch Spaß obendrein. Ne? So das Erfolgserlebnis, die eigene Beute quasi auch noch dann essen können. Genau. Rein auf Supermarkt, ne? Rein auf Supermarkt. Ja, so ist es. Waldbaden gemacht mit Pilzen sammeln und Nüssen. Und natürlich die ganze tolle Waldluft noch mit einatmen. Und heute, ich merke es, also mir hat es unheimlich viel Energie wieder gegeben. Ich bin wieder, ja. Gut. Der beste Beweis dann, ne? Ja, dass es funktioniert. So. Ja, wer mehr wissen möchte, gerne vormerken. Wahrscheinlich im November werde ich einen 3-Tage-Kurs anbieten, um mal auch so ein bisschen in die Ernährung reinzuschauen, was dem Körper ganz gut tut. Also wer da Interesse hat, kann sich dann gerne bei mir anmelden. Online oder offline? Wie machst du das? Das wird ein Online-Kurs sein für 3 Tage, mal so ein Reinschnupperkurs. Ja. Ist ja super, ne? Dann kann ja jeder aus ganz Deutschland oder auch aus dem Ausland, wer zuguckt, mitmachen. So ist es. Wer Lust und Laune hat und auch ein bisschen was ändern möchte mal oder schauen möchte, ob das überhaupt was ist, gerne mit reinkommen. Es gibt Rezepte, es gibt Anregungen und wir kochen auch. Klingt gut. Ja, sehr schön. Genau, ja. Nüsse sind echt toll. Also muss ich ein bisschen Schleichwerbung machen, weil bei uns jetzt hier im Aldi-Süd-Bereich, da gibt es jetzt neuerdings Cashewkerne, sind ja keine Nüsse, aber halt auch sehr, sehr gesund und Mandeln, so geröstet, aber nicht gesalzen oder so, weil meistens sind die gerösteten Nüsse, die du so bekommst, ja noch gesalzen, das mag ich dann nicht so. Und die gibt es halt geröstet, aber pur. Und ich mag das halt, dieses Röstaroma lieber als diese, sage ich mal, rohen Nüsse, ne, die unbehandelten. Mhm. Und das ist echt so mein Eiweiß- und Energielieferant, weil ich diese, das schmeckt so total lecker. Also ne, muss man sich so suchen, was mag man gerne, was schmeckt einem gerne gut. Ne? Und dann kann man da echt. Auch Mandeln sind halt gerade auch für die Jahreszeit. Nicht umsonst gibt es in den alten Back- und Kochrezepten halt immer auch Mandeln und Nüsse mit drin, über die Weihnachtszeit oder über die Winterzeit. Das hat ja alles irgendwo auch seinen Ursprung.
Und Sinn. Macht man sich wieder so ein bisschen bewusst den Rhythmus, ne? Wie das so eigentlich natürlich gesund ist dann. Ja, ja. Und vielleicht ja noch ein kleiner Tipp bei der Auswahl der Nüsse, eventuell dann eher auf die Bio-Nüsse, auf die Bio-Qualität zurückgreifen. Ja. Weil andere sind halt auch oft gespritzt, die kommen halt dann auch irgendwo aus dem Ausland, da weiß man nicht so genau, wie da die Bestimmungen sind. Also ja, das macht schon einen Unterschied, ne? Ja, ja, also da sollte man auf jeden Fall mit drauf achten, dass man möglichst die Bioprodukte benutzt. Dann. Mhm. Und bei Walnüssen ist das doch so, wenn man die erntet, also wenn man die selber holt vom Baum, sind die auch noch grün und dann müsste man die noch eine Zeit lang dann stehen lassen, ne? Die haben dann noch eine Schale außerhalb der Schale, oder? Ja, genau. Ja, da muss man halt gerade bei den Walnüssen auch, also die sollten ja auf jeden Fall noch trocknen und noch eine Zeit lang liegen. Deswegen die Kleine, die hat dann gesagt, ja, die kann man schon essen. Ich sage, naja, Mausi, da muss man halt noch aufpassen, weil die enthalten dann noch Blausäure. Und das ist natürlich für den Körper dann auch nicht so toll. Ne? Wenn die noch so roh sind. Und gerade bei den Kindern muss man dann halt ein bisschen gucken. Ja. Ja, schön. Das ist einfach mal spannend, genau. Ne? Und wer mehr wissen möchte, meldet sich einfach bei dir, ne? Und belegt den Kurs unbedingt. Genau, ja. Maria, wie ist es mit dir? Was, du hast uns tolle Informationen oder Affirmationen mitgebracht. Erzähl mal. Affirmationen oder Affirmationen. Es gibt ja mittlerweile, habe ich jetzt letztens erst, ist mir nochmal bewusst geworden, dass es ja zwei verschiedene gibt. Einmal gibt es ja diese Affirmation, wo man sagt, gerade von Tag zu Tag immer besser, also wo man in diese positive Richtung geht, ne? Also mir geht es von Tag zu Tag immer besser, ich werde von Tag zu Tag immer erfolgreicher, also wo man das Positive dann so spricht. Und dann gibt es noch Affirmationen, das sind so Fragen und die stellt man dann so, dass man sagt zum Beispiel, wie habe ich es bloß geschafft, jeden Tag immer erfolgreicher zu werden? Und das ist dann eine andere Art, daran zu gehen, also dass das Gehirn dann anfängt, Lösungen zu bieten. Ne? Man stellt dem nicht vor vollendete Tatsachen, dann fängt er nämlich an, auch zu grübeln und sagt, nee, du bist noch nicht gut genug, du hast es noch nicht geschafft, das stimmt doch gar nicht, was du da sagst und so. Ne? Also dass dann so viele Zweifel dann aufkommen. Ja. Aber wenn man dann das andersrum stellt, dann kann man eben das bewirken, dass das Gehirn anfängt zu denken, ah ja, wie habe ich denn das geschafft? Also weil man hat ja schon, man ist ja immer so bestrebt, sein Perfektionismus, da oben will man ihn da, ne? Aber man sieht nicht, dass man da schon vorher war, da schon ist, ne? Also dieses, da sieht man nicht. Und wie habe ich es geschafft, bis dahin zu kommen? Und wie kann ich schaffen, dann noch, wenn ich weitermache, noch dahin zu kommen? Wie habe ich es bloß geschafft, meine Gewohnheiten zu ändern? Wie habe ich es bloß geschafft, jetzt mich mehr zu bewegen, weil man muss ja nicht Ultimo, Marathon laufen oder was weiß ich, ne? Einfach jeden Tag sich bewegen. Wie habe ich es geschafft? Mich jeden Tag, 5 Minuten, 10 Minuten, eine halbe Stunde, ist ja egal, ne? Also, dass man sein Gehirn da so ein bisschen so in diese Richtung bringt, dass man das anregt, dann auch Lösungen zu bieten. Und dann so, das stoßt dann so ein bisschen Impulse. Das ist wie so ein kleiner Impuls, der so dann in so die richtige Richtung geht. Ne? Weil man will ja so anfangen zu starten, so diese Richtung jetzt. Weil diese großen Veränderungen, das macht ja immer Angst. Wie soll ich das schaffen? Das schaffe ich nicht. Wie soll ich jetzt 10 Kilo abnehmen? Ne? Das schaffe ich nicht. Gott, nee. Und wie soll ich jetzt hier mich bewegen, jeden Tag eine halbe Stunde? Das schaffe ich nicht, habe ich keine Zeit. So fängt man ja an. Aber man jeden Tag. Man sagt ja nicht umsonst, der erste Schritt ist das Wichtigste. Der erste kleine Minischritt, weil dann geht man nämlich von einer geraden Linie. Wenn man die Kursänderung um 1 Grad ändert, dann geht das ja irgendwann mal so nach oben. Ne? Und nicht immer nur so geradeaus, als wenn man immer so bleibt. Und diese Veränderung wollen wir anstoßen, dass man halt diese Kurve wieder in Schwung bringt, diesen Aufschwung wieder als Impuls hat. Ja. Und deswegen, also habe ich mir so ein paar Sachen überlegt, wie man es dann machen kann, also welche man benutzen könnte jetzt, welche Informationen. Ich finde es nämlich ganz wichtig, dass man jetzt im Herbst, wenn das dann auch alles so, das wird ja alles so dämpfig und so, so ein bisschen so innerlich so ein bisschen dunkel, alles äußerlich dunkel und innerlich fängst dann auch noch an so ein bisschen so in Richtung, oh nee, ich habe keine Lust, ich bin müde, nee, will ich nicht, mag ich nicht, ne?
dass man das bisschen so entgegenwirkt, ohne sich da fertig zu machen. Ne? Mhm. Ohne, wieso schaffst du das jetzt nicht? Wieso, was ist mit dir los? Ne? Dieser innerliche Dialog, wo man das gar nichts bringt, eher das Gegenteil. Ne? Also ich schaffe das nicht, nee, ich will das nicht. und dann, dass man eben so paar nett zu sich ist. Also, dass man anfängt wieder, komm, also das hast du doch super gemacht bis jetzt, also ein bisschen auf die Schulter klopfen und natürlich bist du noch nicht da, wo du hin wolltest, aber das machen wir doch und du bist super bis jetzt, also dass man sich selber ein bisschen wirklich wie so ein kleines Kind dann auch umarmt und streichelt und sagt, komm jetzt, das hast du so toll gemacht und so, ne? Also dieses innerliche Aufbauen wieder, damit man von da aus starten kann. Das ist, ich sage dazu wichtig. Immer, das ist so, sprich mit dir selber wie mit deiner besten Freundin. Ne? Der wird es ja auch nicht sagen, hör mal, du faules Ding, jetzt liegst du schon wieder hier rum und machst nichts. Sondern der ja, wie man mit sich selber spricht, manchmal ehrlich. Das will keiner hören, wenn einer zuhören würde. Genau, und so sollte man das auch mit sich dann tun, ja. Genau, und immer so auf die anderen schauen. Ne? Die anderen sind viel weiter als ich, die haben das geschafft, die haben das gemacht. Und dann ist man dann geht es ja eher wieder in die andere Richtung. Dann ist man eher verzweifelt. Das wollen wir ja nicht. Bringt nichts. Zieht man sich selbst wieder ein bisschen runter, ne? Ja. Und stellt sich nach unten mehr oder weniger, ne? Gar nicht nötig. Nee, aber das geht schnell, ne? Ja, das sieht man ja auch an den Kindern, wie sie dann, aber der ist doch viel besser und der ist doch viel, ich bin doch so schlecht und bla bla bla, ne? Oh, bis man die dann wieder aufgebaut hat, ne? Ja. Ein kleiner Gedanke und schon wie. Oh Gott. Ja. Genau, und ich habe eine mal vorbereitet, die einer Formation, die heißt, wie habe ich es bloß geschafft, ruhig, gelassen und so gut gelaunt zu sein? Gut. Gute Frage, genau. Oder meine Energie wieder aufzuladen. Und meine Energie wieder aufzuladen. Man kann es ja dran klatschen, was man will. Also das ist ja immer, das sind ja so innerliche so Wörter, die ja auch etwas bewirken. Ne? Man kann ja ruhig, gelassen und dann kommt man ja ein bisschen so in sich und gut gelaunt. Also dann ist das ja wieder und meine Energie wieder so aufzuladen und so aufzubauen. Dann ist halt manchmal wieder diesen, wow, jetzt kann ich was machen. Ja, und das würde ich gerne mit euch klopfen. Die Klopftechnik kennt ihr ja, ne? Genau, haben wir ja schon mal gemacht, aber schadet ja nichts auch für die Zuschauer, das immer zu wiederholen. Ich mache das sowieso, ja, ich mache das hier sowieso immer vor und schön langsam. Ja. Und das würde ich dann gerne dreimal durchklopfen, dieser Formation, und ein bisschen so Freestyle irgendwas machen, was mir gerade einfällt. So, dann fangen wir mit der Karate-Seite an, das ist unser Karate-Punkt. Genau. Da klopfen wir mit diesen drei Fingern auf diesen Karatepunkt drauf und sprechen dann diesen einen Satz. Wie habe ich es bloß geschafft, ruhig, gelassen und so gut gelaunt zu sein und meine Energie wieder so gut aufzuladen? Da merkt man jetzt schon, wie das fließt. Ne? Ja, ne? Ja. Wie habe ich es bloß geschafft, ruhig und gelassen und so gut gelaunt zu sein und meine Energie wieder so gut aufzuladen. Wie habe ich es bloß geschafft, ruhig, gelassen und so gut gelaunt, meine Energie wieder so gut aufzuladen? Jetzt einen tiefen Atemzug. Fangen wir mal hier oben am Grundpunkt an. Wie habe ich es bloß geschafft, und jetzt hier, an den, da wo die Augenbrauen beginnen, da trifft man die immer mehr so zur Nase hin, die Nasenwurzel und die Augenbrauen, da sind diese Punkte, die ersten, genau. Ruhig und gelassen. Jetzt hier an den Augen, wo die Augen aufhören, da sind so kleine Knochen, da genau, an der Seite, genau. Und so gut gelaunt zu sein, jetzt unter den Augen, da so ein kleiner Knochen auch, genau. Meine Energie wieder so gut aufzuladen. Jetzt
über und unter der, der Mund, der Mundwinkel, des Mundes, in der Mitte ungefähr. Wie habe ich es bloß geschafft, ruhig, gelassen, und jetzt hier so weit, wo das Schlüsselbein ist, so da unten drunter, also diese zwei Knochen hier unten drunter, genau, da klopfen auch. Und so gut gelaunt zu sein. Und jetzt unter den Achseln meine Energie wieder so gut aufzuladen. So ungefähr so unter den Achseln, eine Handbreit unten drunter. So, erste Runde durch und jetzt können wir ein bisschen schütteln und durchatmen. Tut gut. Ja, merkt man richtig. Das macht ein bisschen frei, ne? Genau. Die zweite Runde können wir ein bisschen schneller machen. Ja. Wie habe ich es bloß geschafft? Ruhig, gelassen. Und so gut gelaunt, meine Energie so gut aufzuladen. Wie habe ich es bloß geschafft, ruhig, gelassen, meine Energie so gut aufzuladen, dass ich voll gut drauf bin. Bin ich gleich immer mehr. So, jetzt noch eine Runde. Wie habe ich es bloß geschafft? Ruhig, gelassen. Und so gut gelaunt zu sein, meine Energie so gut aufzubauen. Wie habe ich es bloß geschafft? Ruhig, gelassen, so gut gelaunt zu sein und meine Energie so gut aufzubauen, dass ich mich richtig wohlfühle in meiner Haut. Ja, genau, ein bisschen. Genau, Schüttelmatten hoch. Ja, schütteln ist immer gut. Genau. Ja, fühlt man sich gleich ein bisschen entspannter hier. Genau, ne, ist recht so. Ach, man merkt so, wie die Energien wieder fließen, wie das so freier wird. Ne, gerade hier so die Thymusdrüse, sowieso hast du gleich auch noch fürs Immunsystem was Gutes getan. Da G-Zellen aktiviert, also ne, doppelter Nutzen. Ja, genau. Sehr schön. Also man wird wieder entspannter nochmal, ne? Heute. Ja. Genau, ja, das ist echt total gut. Und das kannst du ja mit jedem Satz, mit jedem Gedanken machen, ne, was immer du gerade hast oder was dich beschäftigt oder ne, das kannst du mit allem durch machen. Genau. Sehr schön. Das heißt, damit sind wir mit den Affirmationen, mit dem Klopfen hier durch oder hast du noch eine Anmerkung oder sonst? Also ich finde, das ist so eine einfache Methode, sich selber so ein bisschen, manchmal so ein bisschen so zurückzuholen oder runterzuholen, weil man ja selber sich spürt dann auch, wenn man klopft. Manchmal, also wenn man so grübelig wird oder so Gedanken hat, dann ist man ja so in seiner Gedankenwelt gefangen und so. Wenn man so anfängt zu klopfen, dann fasst man sich ja an, dann ist man ja wieder bei sich, also als wenn man sich zu sich selber wieder zurückholt. Ne? Das finde ich so ein gutes Gefühl, weil man weiß, man hat es immer da. Ne? Man hat, das ist ein Werkzeug, das ist immer bei mir und das kann ich immer benutzen, wenn ich es brauche und mich selber beruhigen damit. Genau. Ja. Und eben überall, egal wo du bist, du brauchst dann nichts, ne? Das finde ich immer, du brauchst keinen Kurs, du musst nichts buchen, du machst nichts machen, du machst es für dich und hast eine ganz tolle Methode, ne? Mit der du arbeiten kannst einfach. Und holst dich dann so runter, ne? Von diesem Gedankenkarussell. Genau. Kannst du dich wieder zurückholen in das Hier und Jetzt. Genau.
Ja, genau. Das ist eine Meditation eigentlich. Ne? Ja, also wirklich, ja, definitiv. Ja, das ist ja auch gleich mein Stichwort, das Gedankenkarussell. Genau. Ja, oh. Da habe ich nämlich noch einen Weg oder eine Methode mitgebracht, um dich da rauszuholen. Ne? Wenn man so in irgendeinem Gedanken hängt und sich da irgendwie ärgert, nicht wohlfühlt oder traurig ist oder wütend ist und egal, ne, was einen beschäftigt oder was einen einfach nicht loslässt an Gedanken, da gibt es eine ganz tolle Methode, die 4 Fragen beinhaltet. Und das nennt sich The Work von Byron Katie. Ah, kenne ich. Genau, ne, kennst du? Ja, genau. Und das ist wirklich auch eine ganz tolle Methode, um auch mal so die Gedanken wieder mal anders anzugehen, den Blickwinkel zu ändern. Und ich habe da auch mal so ein Beispiel mitgebracht. Ne? Ich gehe das nochmal gleich jetzt durch, die 4 Fragen. Ich werde die nachher auch mal in die Kommentare schreiben, weil die man wirklich mit jedem Gedanken so umsetzen kann. Ne? Und einfach nochmal andere Blickwinkel für sich selber halt, wie so ein Zwiegespräch aufrufen kann damit. Ne? Und also als Beispiel habe ich mir mal gesagt, so, ne, was viele kennen, was man immer wieder so im Alltag auch hat, ne, so mein Partner hört mir nie zu und darüber bist du sauer irgendwie, ne? So mein Mann, mein Partner, meine Frau, wie auch immer, wie man was halt hat. Hast das Gefühl, ne, du redest und das Gegenüber hört einfach nicht zu und das frustriert und das macht sauer und ne, man fühlt sich nicht wahrgenommen und was auch irgendwie so ist, ne? Und wenn man diesen Gedanken zum Beispiel hat, aber wie gesagt, das ist auch vollkommen frei, egal was man für Gedanken hat, auch alles anzuwenden. Ne? Aber jetzt an diesem Beispiel, ne, so mein Partner hört mir nie zu, ne? Bin ich sauer, blöd, bockig, gemein. Und dann ist die erste Frage zu allen Themen dazu, ist das wahr? Und bei dem ersten Moment sagst du, ja, natürlich ist das wahr, der hört mir auch nie zu, unverschämt, der Blödmann oder ne, irgendwie. Aber das ist nicht der erste Impuls, weil der kommt aus dem Kopf. Es geht darum, kurz in die Stille zu gehen und zu hören, so was kommt denn für eine Antwort so ganz tief von innen eigentlich. Ne? Also wenn ich jetzt so diesen Gedanken habe, so, mein Partner hört mir nie zu und mich fragt man, ist das wirklich wahr? Und ich warte so einen Moment, dann kommt vielleicht aus so einem Gedanken, ja, also immer stimmt jetzt auch nicht irgendwie, ne? Vielleicht oftmals oder in bestimmten Situationen oder wie auch immer, aber so immer, vielleicht. Vielleicht bleibst du aber auch noch dabei, ja klar, ich bin noch bockig und ich bin noch im Kopf und total in der Wut und ja klar, ist das wahr. Und dann ist die zweite Frage dazu, kannst du mit absoluter Sicherheit 100%ig sagen, dass das wahr ist? Und dann kommt man schon mal so in Stutz nieder und sagt, ja, aber so wirklich 100%ig in jeder Situation, immer, ist es ja auch nicht richtig. Ne? Also es gibt ja auch Momente, wo er mir zuhört. Und ne, dann fängt schon so dieser Prozess an. Also dieses erste, so ja, immer ist der andere und immer so dieses ins Außen gehen, geht schon mal so ein Stück zurück und man fängt an zu überlegen, ja, so, okay, so ganz immer kann ich das halt nicht behaupten. Das ist vielleicht auch richtig, ne? Kann ich nochmal drüber nachdenken. Das ist jetzt wirklich so ein ganz schnell Durchlauf. Das ist ein Prozess, bei dem man sich auch Zeit nehmen darf. Und das kann man auch super gut für sich selber machen und immer mal schauen, was kommt so wirklich aus der Tiefe und nicht so aus dem ersten Impuls rausgehauen. Weil das ist halt so eher so die starke Emotion, das, ne, aus dem Verstand, aus dem Kopf raus. Und es geht halt immer da rein zu spüren, was kommt denn so aus der Tiefe für Antworten. Und das braucht manchmal ein bisschen Zeit und auch Stille dafür. Ja, und wenn du jetzt eben bei dieser Antwort angekommen bist, ja, also ab und zu hört er mir ja schon zu, ne? Also immer kann ich jetzt nicht behaupten. Vielleicht gebe ich ihm auch nicht immer genügend Raum oder so, ne? Weil so ganz 100%ig wahr ist es nicht immer einfach. Ne? Dann ist die dritte Frage, wer wärst du ohne diesen Gedanken? Wenn du diesen Gedanken nicht hättest, mein Partner hört mir nicht zu oder nie zu, wie würde es dir denn dann gehen, wenn du diesen Gedanken gar nicht hättest? Und das ist manchmal ein bisschen irritierend, weil dann denkst, ja wie, ich habe halt diesen Gedanken, ne? Wie soll ich denn ohne? Und auch da wieder reingehen und so mal abwarten. Ja, wenn ich diesen Gedanken nicht hätte, mein Partner hört mir nie zu, wie würde es mir denn dann gehen? Ja, dann kommt ja, wenn ich das nicht denken würde, dann würde ich mich nicht ärgern, dann wäre ich nicht traurig, dann wäre ich nicht sauer. Und im Umkehrschluss irgendwie ist dann auch so, dann kommen so Gedanken, ja, wie reagiere ich denn auf meinen Partner? Gebe ich ihm quasi nicht den Raum vielleicht eben, ne, dass er mir zuhört? Vielleicht rede ich ständig und der hat gar keine Chance oder so. Und wenn ich diesen Gedanken nicht hätte, dann könnte ich in eine
in der Kommunikation auf Augenhöhe komme, ne? Und ich wäre einfach, es wäre eine entspannte Situation, also rein fiktiv, hypothetisch, aber das macht dann plötzlich schon ganz viel Weite und gibt ganz viel Raum einfach auch, ja, sich anders zu fühlen, aus dieser Wut vielleicht rauszugehen oder aus der Trauer rauszugehen halt, ne? Und sagen, wie behandle ich mich denn selber dabei? Wie reagiere ich denn selber, wenn ich diesen Gedanken habe? Ne? Und wie ist es dann, wenn ich diesen eben nicht habe, wenn ich diesen Gedanken loslasse und damit auch die verbundenen Emotionen dazu? Ne? Und das ist halt eben, ne, beziehungsweise vorher, ich bin ein bisschen durcheinander gekommen, ne? Also ist das wahr? Kannst du 100% wissen, dass das wahr ist? Entschuldigung, siehst du, da bin ich schon durcheinander gekommen. Wie reagiere ich, wäre die dritte Frage gewesen. Was passiert, wenn ich den Gedanken glaube? So war eigentlich die Frage. Genau. Durcheinander, ich bin ein bisschen rot hier. Macht nichts, egal. Also nochmal zurückzukommen, in der Reihenfolge vertan heute. Genau. Was passiert, wenn ich diesen Gedanken glaube? Ne? Also wenn ich denke, so Mensch, der hört mir nie zu. Dann bin ich einfach, ne, dann bin ich wütend, das hatten wir ja schon, dann bin ich irgendwie sauer, dann bin ich traurig, dann bin ich enttäuscht, dann bin ich in Emotionen. Und dann ist die vierte Frage, so was, wer bin ich denn ohne diesen Gedanken? Und dann kommt eben diese Weite rein. Ne? Wenn ich diesen Gedanken nicht hätte, egal ob das jetzt so ist, die Situation, ob der mir zuhört oder nicht, aber wenn ich diesen Gedanken nicht hätte, dann hätte ich ja auch keinen Stress, sage ich mal, ne? keine negativen Gedanken, dann wäre ich ja frei letztlich irgendwo. Und das ändert schon mal viel. Und was nochmal den richtigen Schub dazu gibt, ist das Ganze umzudrehen. Also man muss dann diese Fragen oder dieses Thema nachher zum Schluss umdrehen. Ne? Also wenn mein Eingangssatz ist, mein Partner hört mir nie zu, dann ist die Umkehrung, mein Partner hört mir zu. Dann denkt man erstmal so, wie, der hört mir zu, der hört mir doch irgendwie so, weiß ich nicht. Ja, und dann kommt aber, ja doch, in gewissen Situationen hört er mir ja zu. Und zwar dann und dann, wenn die Situation so und so ist. Ne? Und eine nächste Umkehrung wäre, ich höre meinem Partner nicht zu. Und dann ist so, wieso? Ich höre dem doch zu. Na klar, immer. Ne? Aber wenn du wirklich ehrlich bist und aus der Tiefe, gibt es Situationen, wo du es vielleicht auch nicht tust? Oder wie behandelst du dich? Also so diese ganzen Situationen zu beleuchten. Und da geht es, viele denken dann oft so, ja, um die Schuld. Ne? Wer ist denn jetzt schuld? Wer hört denn jetzt wem nicht zu? Und darum geht es gar nicht. Ne? Es geht einfach zu reflektieren, wie läuft diese Situation ab tatsächlich? Ne? Welche Abläufe, welche Rollen kommen da ins Rollen tatsächlich dann auch? Ne? Welche Denkmuster springen da an und wie kann ich da rauskommen? Ne? Und mit diesem Gedanken zu sagen, ne, ihr hört mir ja doch irgendwie zu und ich höre ihm nicht zu, ne, dann sind einfach nochmal ganz andere Sichtweisen halt da. Und das gibt oftmals so einen Aha-Moment. Also ich hatte das tatsächlich, weil ich habe es gestern mal so für mich auch nochmal ausprobiert mit einem Thema. Und bei der Umkehrung auf einmal war das so eine körperliche Reaktion für mein Thema, dass ich dachte so, wumm, das war ganz klar. Es war eigentlich, ne, dass ich diejenige bin, die so und so reagiert hat irgendwo oder die nicht insgeheim, aber unbewusst so handelt. Und diese Erkenntnis hat einfach ganz, ganz viel Lösung und Weite halt so in meinen Körper gebracht. Und das finde ich total spannend, weil man halt auch da, genauso wie mit dem Klopfen und den Affirmationen, sich mit diesen vier Fragen, die ich nachher in der richtigen Reihenfolge nochmal in die Kommentare schreibe, einfach so einen komplett neuen Denkprozess angehen kann. Und wenn man sich wirklich Zeit nimmt, ehrlich ist, ne, also Ehrlichkeit, du musst es ja mit keinem besprechen, du kannst es für dich ganz ehrlich in der Tiefe beantworten und ein bisschen wartet darauf, was kommt denn so aus dem Inneren an Gedanken da hoch dazu und die mal anschaut, dann kann sich da auch ganz, ganz viel ändern und ganz viel Entspannung halt, Lösungen einfach zeigen. Und so hast du halt dieses Gedankenkarussell, ne? So, mein Partner hört mir nie zu, immer bin ich sauer darüber und nie ist das so, diese ganzen Generalisierungen darüber, ne? Hast du dann damit unterbrochen, weil du einfach eine neue Sichtweise dazu bekommen hast. Ne? Also von daher, auch das eine ganz, ganz spannende Methode und die auch viel Energie kostet, weil das Gehirn muss plötzlich neue Wege denken. Dann kommen einfach ein paar Nüsse dazu essen, dann haben wir wieder ein bisschen Futter fürs Gehirn dabei, um dem noch so einen Schub zu geben halt. Ne? Ja, und einfach so auch mit sich gnädig sein dabei, ne? Und sagen, ja, okay, ne, ich habe diese Gedanken, die sind einfach da, die sind in Ordnung, so wie sie sind.
Aber ich darf sie halt auch verändern und dann letztlich loslassen, ne? Und merke dann für mich so, ach, puh, dann habe ich wieder auch Entspannung, dann habe ich Raum, dann bin ich, ne, gelöst. Vielleicht klopfst du noch zum Schluss eine Runde, ne? Dann hast du nochmal alle Energiebahnen freigeklopft damit, ne? Und ja, so hast du ganz viel für die mentale Gesundheit oder kannst du selbst tun einfach, genau. Sich und mit anderen sein, ne? Das ist immer das, der Schlüssel, finde ich. Mhm. Beide Seiten. Deswegen finde ich auch diese Umkehrung so stark, finde ich so stark, weil man, wenn man so wütend ist über die anderen, ne, so, wie haben sie das gemacht, das, wie so ein kleines Kind ist, genau. Man fällt sofort in diese kleine Kindrolle, ne, wo man so beleidigt ist und das gar nicht sieht, man sieht das ja gar nicht in die Situation, man ist so, steckt ja so fest und wenn man dann die Umkehrung macht, dann denkt man, Genau, und das ist plötzlich der Moment, ne, wo man denkt so, und da geht es nicht darum zu sagen, ja Mensch, ich bin ja die Blöde eigentlich und ich bin ja schuld oder so, darum geht es gar nicht. Ne? Es geht einfach um diese Erkenntnis, welche Anteile habe ich denn und mein Denken dazu. Die Situation beiträgt, dass sie so ist, wie sie ist. Mhm. Man und die so Gedanken. Ja, weil dann ist das manchmal auch eine Reaktion von den anderen oder man selber ist dann in manchen Situationen genauso. Ja, genau. Ne? Und wo ist dein Anteil? Wo kann ich was ändern? Ne? Weil es ist ja oftmals, letztlich geht es ja immer darum, ne, wie kann ich mit einer Situation umgehen? Ich kann nicht unbedingt das Gegenüber verändern. Ne? Man kann Impulse und klar, es geht um Kompromisse, aber es geht nicht immer darum, den anderen das Gegenüber zu verändern, sondern zu gucken, ne, wie kann ich denn irgendwas aus dieser Situation ziehen und daraus anders damit umgehen, damit es mir gut geht. Ne? Das heißt nicht, dass ich irgendwie alles schlucken muss, dass ich irgendwie allem nachgeben muss, sondern nur, wie kann ich für mich einen guten Weg daraus finden irgendwo. Ja, und das kann man ja auch super gut auf seine Ernährung anwenden, ja, zum Beispiel. Ne? Wenn, ja, wenn man dann irgendwo so einen Heißhunger hat auf irgendwas Bestimmtes oder denkt, oh, jetzt gerade wenn man dann vielleicht abends sich gemütlich hinsetzt und die Entspannung dann kommt und so und man denkt, ah, jetzt Schokolade und Gläschen Wein und die ganzen Sachen und dann vielleicht mal selbst genau sich die Fragen stellt, wo kommt das her, wie, ne? Ja, und, ist das wahr? Brauche ich das wirklich jetzt? Ja, genau, braucht man das und dann vielleicht sagt, okay, probiere ich es vielleicht mal mit einer halben Handvoll Walnüssen oder Nüssen, die mir andere Energie geben und die Ballaststoffe liefern. Das sind ja dann so diese kleinen Momente, wo man halt dann da auch einwirken kann. Ne? Ich finde das tatsächlich auch gerade für die Ernährung wirklich spannend, weil dann kommst du dahinter, warum brauchst du das denn? Ne? Warum brauchst du jetzt die Chips oder den Wein oder die Schokolade oder die Pizza oder so? Ne? Warum? Und was wäre ich, wenn ich das nicht brauchen würde? Wie würde es mir dann gehen, ne? Wenn ich da gar nicht dieses Verlangen hätte? Alternativ. Dann in die Umkehrung, das ist mit Sicherheit auch ein total spannender Prozess. Mhm. Absolut, ja. Und wichtig, ich denke halt, ja, in jeder Lebenslage. Ne? Ja. Mhm. Ich brauche es nicht, um mich zu entspannen. Genau, ganz genau. Ja, nee, klar. Und absolut. Ich werde auch hellhörig, weil dann denkt man, na ja, eigentlich, ne? Ja, genau. Kann mich auch entspannen, ja. Ganz genau. Ne? Das ist halt ein ganz, ganz intensiver Prozess. Ne? Der braucht auch für den Anfang sicherlich Begleitung. Ne? Auch da, wer möchte, kann mich da gerne anschreiben dann dazu. Ja, aber wenn man so ein bisschen Übung hat und es einfach mal ausprobiert, ist das wirklich ein toller, ja, so sind einfach diese vier einfachen Fragen, wenn man sie richtig in der richtigen Reihenfolge hinkriegt, sind die echt ganz, ganz hilfreich in allen Situationen des Lebens. Ja. Dass die Beziehung zu Chips durchleuchten will. Genau. Genau, die Chips brauchen mich. Genau, der Hersteller, der braucht mich, damit ich die esse, damit deren Geld verdient. Ja, genau. Ja, ich meine, es ist ja auch, man kann ja auch Chips mal essen. Ne? Es ist ja nur eine Frage, braucht man es jeden Abend? Und wenn das soweit ist, also dann ist die Methode von der Natascha mit Sicherheit ein wunderbares Mittel, um da vielleicht in eine Umkehrung zu kommen und ein bisschen was zu verändern auch. Ja. Und das ist so effektiv, das geht blitzschnell und dann steht man da und denkt sich, okay, das sind ja spannende Erkenntnisse darüber, ne? Und dann geht es in die Tiefe, ne? Und was wir auch so, Silvia und ich vorher besprochen haben, es muss so im Gefühl ankommen, ne? Im Kopf weiß ich, dass ich die Chips nicht essen sollte, aber ne, alles schreit in mir, ich muss die aber essen, weil das ist, ne, diese Befriedigung im Nachhinein, das ist das, was ich suche eigentlich, ne? Aber
dass es die auch auf anderen Wegen gibt. Das kommt man dann damit recht schnell an den Grund. Kann man, ja, genau. Kann man da wunderbar ja mal auch bewusst erleben dann. Ne? Das ist ja oft auch das Problem, dass man da ja einfach das alles unbewusst macht, ne? Mhm. Und das schon gar nicht mehr hinterfragt oder nachdenkt drüber. Ne? Ganz genau. Mhm. Ja, da haben wir ja schon wieder heute viele tolle Tipps, denke ich einfach. Ne? Möglichkeiten, ja, wie man so ein bisschen auf seine mentale Gesundheit selbst achten kann. Ne? Das finde ich auch immer das A und O, ne? Diese Selbstverantwortung und die Möglichkeit, selbst Dinge an der Hand zu haben. Und es gibt so viele Methoden, denn vielleicht macht man sich einfach mal so einen Zettel an den Spiegel, an den Computer, ne? Wenn ich irgendwie genervt bin, was kann ich denn tun, um da gerade rauszukommen? Weil in dem Moment ist das ja alles blockiert. Ne? Da habe ich gar keinen Gedanken daran, so, oh ja, ich könnte ja klopfen oder ich könnte ja die fragen oder ich könnte, weiß ich was machen, atmen oder sonst was. Ja. Aber wenn man sich das mal so ein paar Sachen notiert, die ich so machen kann, dann ist es nochmal leichter, das auch umzusetzen nachher. Ne? Ja. Genau, deswegen schreiben wir nachher unsere Tipps. Maria, du auch vielleicht die Affirmation dann, ne? Unten nochmal rein. Und genau, ja, du Silvia, ja vielleicht nochmal so deinen Kurs, ne? Dann deinen Ernährungskurs dann im November. Genau. Dann würde ich sagen, sind wir schon wieder durch für diesen Freitag. Ne? Ja, war sehr informativ, auch für mich wieder, wunderbar. Und ich wünsche natürlich allen ein schönes Wochenende und vielleicht wieder Kleines ausprobieren. Genau, der Tipp kann sicherlich ganz hilfreich sein. So ist das, genau. Ja, schönes Wochenende und wir sehen uns nächsten Freitag. So machen wir das. Tschüss. Tschüss zusammen. Tschüss.